Na? Oh, jetzt bin ich unsichtbar. Expecto Patronum! Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hogwarts Legacy nach etlichen Tagen mal wieder. Ich habe echt das Spiel vermisst und wir gucken mal kurz, ob wir unseren legendären Hexenhut irgendwie verbessern können. Ja, können wir tatsächlich. Das machen wir doch mal. Let's go. Und ja, Leute, heute machen wir zwei Sachen. Wir machen jetzt als erstes die Hauptstory mit Poppy. Und dann machen wir noch etwas Kleineres nebenbei. Und wir gucken mal kurz. Oh, Dipdam bräuchten wir. Damit wir hier einen neuen Trank machen können. Jetzt einmal die Araune ein. Leeren den Topf und machen Dipdam. Let's go. Wir haben auch 16 Tränke. Ist auch extrem gut. Ich würde sagen, wir sind bereit, uns mit Poppy zu treffen. Dazu gehen wir mal hier auf die Karte. Map die Karte. Und apparieren uns dann mal so. Ja, Leute, was geht ab? Ever am Start. Ne, ich bin nicht Ever, aber ich bin Lukas und ich schnapp mir jetzt meinen Besen. Ich reite meinen Besen, weil eigentlich reite ich was anderes. Aber was es ist, das ist unbekannt, denn ja. Was singe ich hier eigentlich? Wisst ihr, Leute, ich frage mich gerade so, wie ist Poppy da bitte hingekommen? Hat die auch einfach ihren Besen geschnappt und ist nachts einfach oder abends oder keine Ahnung wie viel Uhr da hingegangen und chillt seitdem und wartet auf mich? Poppy! Wir hätten doch gemeinsam fliegen können. Denn du bist meine Angebetete nach Natascha. Also, ich bin einfach in Marvel drin. Nach Natti. Was ist denn los? Oh mein Gott. Hasen, kann ich die einsammeln? Kein Tierwesen im Visier. Schade. So. Aber hier ist nochmal ein paar fliegende Pilze. Und da ist einfach Licht ist hier einfach. Junge, hier ist einfach nirgendwo ein Licht. Ach, ich versteh's nicht. Hallo Poppy, guten Morgen. Ich bin da. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Oh Hat Gott. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Ja, werde ich. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Natürlich nicht. Das klingt verdächtig. Ja, ich will schon wissen, was da los ist. Deine Oma soll nichts wissen, hm? Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Natürlich. Leute, ich glaube, ich habe am Anfang schon gesagt, dass, ja, leider das Rätsel habe ich leider irgendwie ohne Ton aufgenommen. Bisschen doof. Deswegen tut es mir echt leid. Oh mein Gott. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Oh mein Gott, einfach ein Centaur, Leute. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Sir? Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf Ihrer Seite.
Im Gegenteil, wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Dankeschön, Herr Centaur. Oh, ein Eichhörnchen, Leute. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Naja. Oh Gott. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Was ist da denn los? Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Ja, vielleicht sind da irgendwelche Fallen und dann sind die einfach wütend, weil die Fallen denen wehtun, wer weiß. Und das scheint wohl ein Lager der Wilderer zu sein. Wie seltsam. Was meinst du? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Ja, ich komme gleich zu dir. Pelze. Arme Tierwesen. Oh Mann, ey. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Wie schrecklich, Junge, wie schrecklich. Alter. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Wir saufen nochmal ein Butterbier. Ei, Junge. Warum haben sie ihre Käfige nicht mitgenommen? Als hätte sie irgendetwas verjagt, ne? Die mussten in kürzester Zeit alles zusammenpacken. Ha. Revelio. Da war noch was. Ah, 64 Münzen. Auch ganz gut. So, Poppy, ich bin da. Ich habe mich nur kurz umgeguckt. So, gut, Egelsaft. Können wir immer gut gebrauchen. Oh, wir haben einen Steinsaft da geworfen. Wie cool. Hier. Ha, cool. Oh, was haben wir denn da? Revelio. Müssen wir wohin weiter? Oh, da drüben ist eine Kiste. Werde ich angegriffen? Nein, werde ich nicht. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Oh, Truhe. Eine violette Drachenaugenbrille. Aber ich denke, die Maske steht mir besser. So. Ich würde es gerne weitermachen. Poppy? Können wir weitermachen? Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. Da scheint wohl doch etwas zu laufen. Mit den Kobolden nochmal etwas, glaube ich. Oder die haben den Kobolden das geklaut. Poppy, ich habe Neuigkeiten. Interessantes? Ja, Poppy. Hier waren Wilderer, eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Es wurde von Kobolden gefertigt. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Suchen wir weiter. Aber vorsichtig. Nur Merlin weiß, was hier vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Irgendetwas wird gleich geschehen. Wir werden gleich auf Wilderer treffen. Was könnte Kobolde und Wilderer zusammenbringen? Geld. Hey, da unten. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Vielleicht. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer nee. Zu sagen von hier oben. Wir machen uns eindeutig sehen wir uns genauer um. Unsichtbar. An dieser Stelle kenne ich aus Gameplay-Trailern. So. Gehen wir nach unten. Hallo Eichhörnchen. Leise. Oh, es sind schon einige. 3, 4, 5, 6. In Lower Hogsfield oder in Upper Hogsfield? Wieso ziehe ich immer den Kürzeren? Ich kann es dir nicht sagen. Ist irgendjemand das Spürfehl? Hey, Doktor! Ups, wir sind aufgeflogen. Hallo!
Bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. Reparo. Irgendwas scheint die wirklich zu verbinden. Irgendetwas scheint die wirklich zu verbinden. Ich kann nur noch nicht sagen, was es ist. Weil ich bin leider nicht Justus Jonas. Ey, so viel niedrige Level-Sachen. Da muss ich ja echt noch am Ende der Folge die nochmal verkaufen gehen. Na, gehen wir mal ins Zelt hinein. Hallo? Wir gehen ins Zelt hinein. Hier, jetzt. Was bei Merlins Bart? Holy shit. Drachen? Oh mein Gott. Drachenkampfring. Das ist die Hormschwanzhalle. Das erklärt den Namen und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Ein Fuß vor den anderen, so leise wie möglich. Was hat Viktor sich dabei gedacht, mit ihnen Geschäfte zu machen? Ich versuche ihn jetzt zu petrifizieren. Ich petrifiziere Totalus. Sehr gut. So, wir schauen mal kurz. 8 Münzen. Kann man hier rein? Nein. Aber hier kann man durch. Einfach ein Drachenring, Alter. Ist das schrecklich. Lumos. Ist das schrecklich. Genauso wie diese Stierkämpfe. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolcht ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Es widert mich an, an ihrer Seite zu arbeiten. Wie erträgt Renrock es bloß in Rookwoods Nähe? Abscheulich! Nicht mehr lange. Bald stehen wir nicht mehr unter der Fuchtel der Zauberer. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Aber jetzt erstmal ihr. Holy shit. So. Ja, das war ja einfach. Danke, Poppy, dass du mithilfst. Sebastian hilft mich nur nicht so oft mit. Dann holen wir uns hier nochmal ein paar Sachen. Aber einfach alles. Da ist schon wieder unser Ausrüstungsspeicher voll. Nur weil wir hier so niedrige Sachen haben. Da müssen wir mal ganz kurz ein paar Sachen hier leider zerstören. Und ich weiß, es bringen mich ein paar Leute um. Ich brauche Platz, weil vielleicht habe ich hier ein paar gute, höhere Level auf Sachen. Ach, nein, haben wir nicht. Schade. So, wir machen uns wieder unsichtbar. Ja, eine gute Idee, uns unsichtbar zu machen. Wir haben hier... Da oben haben wir noch was. Okay, wir müssen uns nach oben gehen. Boah.
Leute, wie schrecklich. Wie schrecklich. Hoffentlich können wir das unterbinden. So. Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, ja. Da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Alter. Nicht gerade ein fairer Kampf, wenn sie so angekettet ist. Greifen wir ihr unter die Flügel. Ja, komm. Wir retten die jetzt. Jetzt direkt ins Offensive. Bei Tierleid. Bei Tierleid. Sieh nur. Bin ich nicht so für. Ein Drachenei. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor. Ja, aber warte mal kurz, wir müssen kurz einen Apfel essen. So. Hallo Homora. Wir öffnen mal das Schloss hier und retten diesen Vogel. So, hier. So. Flieg, kleiner Vogel, flieg. Oh, das ist ein Ei. Oh. Sehr gut. Ich habe das Ei. Bereit? Sehr schön. Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Ja. Dann nutzen wir sie. So. Haben wir es gemeistert? Oh nein. Du, wer bist du denn? Dich suchen wir doch. Und du hast eine Freundin dabei. Ja. Gott, es wird ein bisschen. Hier ist gerade ein bisschen Chaos, Leute. Einfach diese Werwolf da. Sollen wir beenden, was wir begonnen? Ja, Konfringo! Incendio! Bombarda! Vivioso! Arresto Momento! Expelliarmus! So, jetzt haben wir hier nochmal Bombarda da oben machen. Bombarda. So. Wir haben keine Zeit, wir müssen sie befreien, bevor noch mehr kommen. Ja, ich versuche es. Das machen wir mit Achu. Bitte.
Mäuschen, ich hab dich gerettet. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Oh shit, schon wieder. Boah, waren wir echt die einzigen als Kinder, die uns mit Protego gesichert haben? Mäuschen, wir haben dich gerettet, Mäuschen. Führt uns nicht. Flieg, Mäuschen, flieg. Shit, Leute. Wir haben... Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Müssen wir ihn zurückbringen? Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Ich will... Was meinst du, die Wilderer rächen? Sollten wir Ärger von den Wilderern erwarten? Nachdem sie Ärger mit uns hatten? Wir sollten davon ausgehen. Die sind nicht gerade nachsichtig. Leider hast du aufgrund unserer Taten jetzt eine noch größere Zielscheibe auf dem Rücken als vorher. Ach, ich bin wie Harry Potter, nur früher. Und was ist, wenn wir das Ei behalten? Da das Drachenweibchen weggeflogen ist, können wir das Ei behalten? Besser wir als die Wilderer, zumindest vorerst. Aber ich finde nicht, dass wir es dauerhaft behalten sollten. Wir verkaufen mich auch nicht. Professor Weasley können wir es jedenfalls nicht ewig verstecken. Dann bringen wir es doch zu dieser... Ah, nee. Wenn wir es zu der Tiertante, zu der Pflegemasche Geschöpfe bringen, I don't know, ob die es dann Professor Weasley erzählen wird und so. Ach, komm. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit, dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Ja. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Ja. Einfach ein Drachenkampf, Junge. Wie ekelhaft. Oh, Mann. Leute, ich würde sagen, wir haben noch Zeit für eine kleine Aufgabe. Wir gucken mal kurz auf die Aufgabenliste. Wir machen... Findet die tropfenden Höhlen. Nerida hat erwähnt, dass die Höhlen im See westlich des Bootshauses von Hogwarts zu finden sind. Klingt, als ob ich dorthin schwimmen müsste. Ja, das klingt doch auch nach einer guten Aufgabe. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen, besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Das klingt wohl was für die nächste Folge. Und Leute, nicht wundern, wenn manche Aufgaben nicht mehr da sind. Ich habe am letzten Sonntag oder halt, ich habe letztens gestreamt und da habe ich halt so ein paar Nebenaufgaben gemacht. Im Streams mache ich immer Nebenaufgaben, so ein paar, die halt jetzt nicht so spannend sind. Und also aktiviert gerne die Glocke, dann seht ihr, wenn ich streame. Genau. So, ich glaube, das sind wir. Das ist, wenn wir hier die tropfenden Höhlen finden. So, ab ins Wasser. In der Nacht kann man immer mal einen schönen Tauchgang machen. Let's go. Sieh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Die Aufgabe habe ich auch im Stream angefangen. Oder habe ich halt angenommen. So.
Du musst jetzt mit mir mitkommen. Genau. Und es geht um irgendwelche Wassermenschen. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Ich weiß nicht, selber nicht mehr genau, worum es ging. Aber ja. Hier können wir ja so einen kleinen Ausklang hier machen. Ah ja, das hier muss ich erstmal ins Handy zerstören. Lumos. Da komm mal mit, mein kleiner Schmetterling. So, fehlt uns nur noch einer. Und der scheint dann wohl hier zu sein. Incendio. Akio. Lumos. So. Komm mal mit. Komm mal mit. Und hinein mit dir. Und was haben wir hier? Eine Riesentruhe. Nerida wird sich darüber freuen. Ein mährisches Artefakt, genau. Das kriegen wir jetzt Merida. Aber davor tauchen wir nochmal ein. Ins Ungewissene. Ein Tauchgang ins Ungewissene. So. Merida. Oder kann ich ihn besen? Ja, let's go. Merida. Guck mal, ich bin wieder da. Du konntest zwar nicht schwimmen, aber ich hab's gemacht. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Ja, ich werde das Geschenk behalten. Ja, komm. Mir gefällt die Vorstellung eines echten mährischen Artefakts. Ich bin versucht, es zu behalten. Was? Warum tust du das? Dieses Geschenk war eine Geste des guten Willens. Ein Symbol der Hoffnung. Ich wollte es dem Ministerium zeigen. Ich mach doch nur Spaß. Aber natürlich. War doch nur ein Scherz. Es gehört dir. Oh, gut. Du hast Junge. Mir kurz Angst gemacht. Alter, hat dich angebrüllt. Kann ich es sehen? Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Gut. Ich muss das unbedingt untersuchen. Aber gerne doch, aber gerne doch. Und Level 22, ah, da fehlt es wahrscheinlich nochmal so ein paar... EP. Aber ja, Leute, das war's. Und holy shit, war das eine Folge. Mit den Drachenei, ja, auch den Drachenei und den Drachenkämpfen, den Hornschwanzring. Ach du Heilige, war das los. Ja, Leute, sowas passiert. Wenn Menschen nur auf Geld aus sind. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.